this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ja, obwohl das Bild deutlich immer am Anfang hier drin ist, stelle ich mich doch vor für die Leute, die mich noch nicht kennen. Wir haben uns heute hier auf Donnerstagabend, den 23. August, gegen Viertel nach acht eingefunden zu dritt, um die nächste Lesung zu machen aus dem wundervollen Buch, das uns der Viktor übersetzt ins Deutsche, Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Wir sind da im 7. Kapitel, also die Hälfte des Buches haben wir hinter uns. Dieses Kapitel heißt Das größte trojanische Pferd aller Zeiten. Und wir sind heute hier über Skype versammelt mit Viktor in Deutschland und mit Michael ebenso in Deutschland, um diese nächste Lesung anzugehen. So, und dann auch gar nicht groß eine weitere Verzögerung, dann möchte ich euch erstmal Michael vorstellen. Schönen guten Abend, Michael. Herzlich willkommen zur Lesung. Und wie geht's dir? Alles gut? Ja, guten Abend, Jörg. Ich melde mich heute hier aus dem Grenzgebiet zu den Niederlanden und bemühe mich heute, Deutsch zu sprechen. Schön. Schön. Ja, wenn man viele verschiedene Sprachen zur Auswahl hat, dann ist es manchmal nicht leicht, die richtige zu treffen, ne? Ja, so ein Deng-Niederländisch, genau. Mhm. Aber sonst alles gut, sonst alles fein. Und wir können dann gerne jetzt mal weiter in die Materie eintauchen, um zu schauen, ob es da Sachen gibt, die ich in Deutsch viel besser verstehe als in Englisch. Wovon ich überzeugt bin, und das ist auch mal ganz gut. Wenn man Dinge zweimal, dreimal hört, dann prägen sie sich auch immer viel besser ein. Das kennt man ja aus der Werbung. Da kriegt man am Anfang gesagt, dass es also nichts unschlagbarer ist als die Marke A. Und zum Schluss des Werbeclips wird dann die Marke A nochmal ganz dick ins Bild gerückt und dann wird die Marke nochmal genannt. Und ich denke, das ist nicht die schlechteste Idee. Na, die Leute haben natürlich alle gelernt aus dem Buch Propaganda, das ich übrigens auch mal lesen wollte. Ich habe das auf meinem Computer abgespeichert. Das ist nicht so lang, knapp 100 Seiten. Von diesem Bernard Hayes ist das, glaube ich, geschrieben, wenn ich mich nicht irre. Kriege ich seinen Namen jetzt im Augenblick nicht mehr ganz auf die Reihe. Mhm. Der hat Anfang des 20. Jahrhunderts das Buch Propaganda geschrieben. Und das ist schon sehr interessant. Das kann ich jedem nur anraten, sich mal durchzulesen, aber ich habe im Augenblick nicht die Zeit dafür, das auch noch in meine Projekte mit aufzunehmen. Ja, und dann möchte ich auch gerne Viktor willkommen heißen zu unserer Lesung heute Abend. Ebenfalls aus Deutschland, aus dem hohen Norden im Vergleich zu wo Michael herkommt. Ne? Herzlich willkommen, Viktor. Moin moin und hallo. Ja, ich freue mich wieder mit euch verbunden zu sein und kann es an sich auch kaum erwarten, mit euch jetzt die Lesung fortzusetzen in Kapitel 7. Gut, bevor wir das machen, habe ich noch eben eine Mitteilung in eigener Sache. Habe ich ja meistens. ich habe heute Nachmittag ein Einschreiben bekommen aus Deutschland, aus der Gegend von Stuttgart. Und das war eine Büchersendung, die mir jemand geschickt hat. Von der Person habe ich bis jetzt noch nie gehört. Ich werde mich da in der nächsten Zeit mal schriftlich bedanken, weil die Absenderadresse stand ja drauf. Und die hat mir das Buch geschickt, die deutsche Übersetzung von Charles Chiniquis Buch Der Beichtstuhl. Ja, also im Englischen heißt das The Priest, The Woman and the Confessional. Ja, der Priester, die Frau und der Beichtstuhl. Im Deutschen heißt das nur Der Beichtstuhl. Eine Übersetzung aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts von Schlachter, von dem der auch die Schlachter Bibel gemacht hat. Hab mich da natürlich riesig drüber gefreut. Aber, ja, es gibt da leider ein Aber bei. Das Buch im Deutschen ist inkorrekt übersetzt. In der Hinsicht, das Originalbuch hat 12 Kapitel, die deutsche Übersetzung 8. Das Originalbuch hat in meinem PDF 126 Seiten und dieses hat 91. Also es sind über 30 Seiten, die fehlen. Und zum Beispiel Kapitel 4. Das habe ich mal gelesen in Stunde der Wahrheit. Ich kann euch das mal eben zeigen. Ich habe das ja heute im Laufe des Tages aufgemacht. Das müsste hier drin sein. Oh, das ist hier gar nicht drin. Oh, wollen wir mal gucken, wie wir das hier mal eben finden. Warte mal. Was haben wir denn hier auch geöffnet? Alle recente bestanden wir geben. Müssen wir das hier mal eben hier. The Priest, The Woman and The Confessional.
Das ist das Buch hier, das ist das Englische, ja, was ihr hier jetzt seht. Und da seht ihr hier, das hat also ein Vorwort und dann Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und ich habe damals in Hour of the Truth, für diejenigen, die Englisch können, die können das ja gerne mal nachschauen, können sie das gerne mal anhören, in Hour of the Truth, in dieser Folge, wo hier der Link dazu ist, ich kann ihn nachher auch in die Beschreibungsbox dieses Videos mit reinmachen, da kann man sich das angucken, habe ich Kapitel 4 von Charles Chiniquys Buch gelesen. Das heißt, How the Vow of Celibacy of the Priests is Made Easy by Auricular Confession. Also, wie das Gelübde des Zölibats für die Priester leicht gemacht wird durch die Ohrenbeichte. Ja? Ein tolles Kapitel mit einer Geschichte von einer jungen Frau, die ihrer Familie vorgibt, im See ertrunken zu sein, weil sie mit einem Priester durchbrennt, in den sie sich verliebt hat, und die dann als Hausmädchen den Rest ihres Lebens bei dem Priester verbringt und bei anderen Priestern und da halt als Frau auch rumgereicht wird als Sexualobjekt, um das mal eben ganz krud so auszudrücken, wie es Pater Chiniqui beschreibt. Und ich finde es natürlich sehr schade, dass in der deutschen Übersetzung 4 Kapitel fehlen, unter anderem dieses Kapitel, was ich damals in Englisch vorgelesen hatte, fehlt darin. Und natürlich fehlen auch am Ende im Kapitel 12 die ganzen, das kann ich euch mal eben zeigen hier, das ist sehr interessant, das sind hier die ganzen lateinischen Ausdrücke, die gebraucht werden, um die Priester auszubilden mit den Fragen, die sie dem Büßling, weiß jetzt gar nicht, wie man das nennt, ne? Dem Penitent heißt das im Englischen, also demjenigen, der im Beichtstuhl sitzt, stellen müssen. Ja? Das sind hauptsächlich sexuelle Fragen. Ja? Nach dem Motto, hast du dich schon mal da und da angefasst und solche ganzen Sachen. Also ich will da jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, deswegen hat er das so alles in Latein gelassen. Und ich bin natürlich sehr gespannt, ob sich mal jemand finden wird, vielleicht Victor, vielleicht Maximilian, vielleicht jemand anders, der das Buch dann mal ganz ins Deutsche übersetzt, weil ich vertraue der Schlachter-Übersetzung nicht. Ich habe ja damals auch, wie ihr wisst, den ersten Teil von Die 50 Jahre in der Kirche Roms von Charles Chiniqui in Deutsch übersetzt gelesen, habe da ein Video von gemacht und dann auch festgestellt, am Ende des ersten Kapitels, dass der Schlachter auf einmal sagt von, ja, jetzt haben wir aber hier einige Kapitel weggelassen, weil wir wollen der römisch-katholischen Kirche nicht zu nahe treten. Wir wollen sie ja nicht verunglimpfen. Ja? Und ich lese keine zensierten Bücher. So einfach ist das. Von daher habe ich mich natürlich schon gefreut, als ich das heute bekommen habe, das Buch. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schade, dass man dann nicht die vollständige Information bekommt. Das Buch hinter den Diktatoren ist ja auch nicht leicht zu finden und das PDF gibt es zwar noch online. Die gedruckte Version des Buches kann man hier und da zwar finden, habe ich jetzt gesehen. Zu der Zeit, wo ich das damals in Englisch gelesen hatte, war es selbst nicht verfügbar. Aber in Deutsch gibt es das ja nun gar nicht und wir haben die Sicherheit, dass Victor eine wunderbare Übersetzung gemacht hat ins Deutsche. Ja. Und deswegen möchten wir jetzt auch mit der Übersetzung oder mit der Lesung dann eben auch weiterfahren. So, nehme ich mal eben jetzt hier das richtige PDF hinter den Diktatoren und dann nehmen wir das andere Bild hier mit rein und dann eben mal sagen, wo wir stehen geblieben sind. Und zwar ist das am Ende auf Seite 2. Also wir haben eigentlich, müssten wir jetzt den ersten Absatz auf Seite 3 lesen, aber ich gehe nochmal auf Seite 2 zurück. Den letzten Absatz werde den nochmal eben wiederholen, wahrscheinlich mit weniger Kommentaren als letztes Mal, nur dass wir eben wieder reinkommen. Und dann werden wir ab da weiterlesen, heute in der dritten Lesung, das größte trojanische Pferd aller Zeiten aus dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, dank der Übersetzung von Victor, der uns zusammen mit Michael heute bei der Lesung hier begleitet. Beobachter in Amerikas Elfenbeintürmen sind blind für die wahren Fakten hinter dem gegenwärtigen Umbruch, der jede Aussicht auf postreformatorischen Liberalismus aus der Welt auszulöschen droht. Das liegt zu einem großen Teil an dieser subtilen Doppelzüngigkeit, die es den Jesuiten ermöglichte, aufgrund der erfolgreichen Bemühungen des Nazifaschismus, der Welt eine völlig neue Ideologie aufzuzwingen. Ich muss das hier mal eben ein kleines bisschen größer machen, dann ist das leichter zu lesen. So. Während es gleichzeitig in protestantischen Ländern so erscheint, dass die katholische Kirche auf der Seite der Demokratie steht, ist sie tatsächlich eins der wichtigsten Bollwerke der Demokratie.
Ja, ein wichtiger Satz, auf den ich doch noch mal eben eingehen möchte, den einige Leute vielleicht nicht verstehen. Warum hat die römisch-katholische Kirche denn dann zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika die Demokratie gefördert? Naja, also zum ersten Mal müssen wir verstehen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nicht als Demokratie gegründet wurden, sondern als Republik. Und eine Republik ist keine Demokratie. Aber sie haben es langsam und schleichend geschafft, aufgrund der Einführung eines Parteiensystems, um dafür zu sorgen, dass diese Republik in eine Demokratie übergeht. Und eine Demokratie will ja im Grunde nichts anderes sagen, als der Pöbel regiert. Ja, wenn man das mal jetzt ganz platt ausdrückt, soweit ich damit die richtige Übersetzung aus dem Griechischen treffe. Ja. Es geht darum, dass eben das Volk mehr oder weniger regiert. Nun, viele Leute meinen, die Demokratie hat ihren Ursprung im alten Griechenland. Das ist nicht verkehrt, da hat sie ihren Ursprung. Nur, die Demokratie, die damals im alten Griechenland propagiert war, war eine Demokratie auf sehr kleiner Basis. Da ging es darum, ein Dorf zu regieren. Eine ganz kleine Stadt im Höchstfalle, weil man da noch Kontrolle drüber hatte. Eine Demokratie ist nicht dafür geschaffen, eine Großstadt, ein Bundesland oder da stehen einen ganzen Bundesstaat, wie zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland vorgibt, einer zu sein, oder die Vereinigten Staaten von Amerika sind, um solch ein großes Gebiet zu kontrollieren und solch eine große Menschenmasse. In Amerika sprechen wir immerhin von knapp etwas über 330 Millionen Einwohnern. Da ist eine Demokratie nicht für gemacht, schon vom Prinzip her nicht. Das geht gar nicht. Nun ist aber die Demokratie eine der Errungenschaften aus dem Protestantismus, weil es geht ja darum, dass der Protestantismus sich gegen den Papst aufgelehnt hat und gegen die Herrschaft des Papstes und gesagt hat, wir wollen keine Feudalherrschaft mehr. Ja, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, auch in den vorherigen Lesungen, wo es über den Ständestaat ging, sondern wir wollen das Volk selbst regieren lassen. Wir wollen eine Regierung von unten nach oben und keine Regierung von oben nach unten. Wir wollen im Grunde das, was Jesus Christus in dieser Welt auch eingeführt hat, nämlich eine Regierung von unten. Ja? Und normalerweise haben wir in unserer Welt immer eine Regierung, die von oben nach unten geht. Eine unterdrückende, daher auch, Regierung ist das meistens. Nun, Demokratie ist also aus der Reformation selbst hervorgekommen, weil die Leute haben die Könige mehr oder weniger abgeschafft. Schaut euch doch mal in Europa heutzutage um. Der einzige Monarch, der noch wirklich Autorität hat, der noch wirklich Macht hat in Europa, das ist der Papst im Vatikan als König des Vatikanstaats. Alle anderen Könige leben in einer demokratischen oder parlamentarischen Demokratie, wie zum Beispiel in Niederlande, wie zum Beispiel in Belgien, wo ich hier lebe, wie zum Beispiel in Dänemark, in Norwegen, in England. Da hat der König und die Königin nur noch einen repräsentativen Status, wie in Demokratien oder Republiken das zum Beispiel der Präsident hat. Frankreich zum Beispiel ist da eine Ausnahme, aber Frankreich ist noch wirklich mehr eine Republik als zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika im direkten Vergleich. Da hat der Präsident noch viel mehr Macht. Nicht, dass der in Amerika nicht auch noch Macht hätte, aber es gibt ja in Frankreich auch noch einen Ministerpräsidenten darunter. Aber wir wollen ja jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Der Punkt ist, Demokratie war zwar eine Errungenschaft aus dem Protestantismus und wurde dann von der römisch-katholischen Kirche durch Kardinal Bellarmine, der Ende des 16. Jahrhunderts gelebt hatte, mit der Befreiungstheologie auch propagiert. Warum? Sie haben dafür gesorgt, dass, wenn sie das einführen, dass sie es dann auch kontrollieren. Und da geht es doch im Grunde um. Den Leuten wird weisgemacht, dass Demokratie die Regierung des Volkes ist, durch das Volk, für das Volk, mit dem Volk oder wie auch immer das heißt im Englischen da, by the people, for the people, of the people. Das wird den Leuten weisgemacht, aber das ist ja nie wirklich der Fall, da die Jesuiten darauf spezialisiert sind, um die Führungspositionen der, meistens sind es dann Parteien, die eine solche Demokratie mehr oder weniger regieren, wie zum Beispiel in Deutschland. Und diese Führungspositionen sind infiltriert von Jesuiten. Entweder sind es selbst Jesuiten oder aber es sind jesuitische Beichtväter, also heute vielleicht ein bisschen weniger im 21. Jahrhundert, aber Demokratien gab es ja schon im 18. und 19. Jahrhundert. Und damals hatten die Leute noch viele Beichtväter, unter anderem eben auch die Leute, die in der Politik gearbeitet hatten.
Und die Beichtväter hatten immer einen großen Einfluss auf die Regierenden. Und es ist den Jesuiten mehr und mehr gelungen, das ist ja auch ihre Aufgabe, eben auch diese von unten nach oben normalerweise regierenden Regierungsformen wie eine Demokratie oder Republik zu unterwandern und zu infiltrieren. Und sie haben es sich ihre eigen gemacht. Das heißt, offiziell ist die römisch-katholische Kirche natürlich ein Gegner der Demokratie. Auf der anderen Seite ist sie dafür verantwortlich, die Demokratie unterwandert zu haben. Ich hatte ja, glaube ich, letzte Sendung schon mal diesen Spruch angeholt von George W. Bush, der sagte, das Regieren wäre hier viel leichter, wenn das eine Diktatur wäre, anstatt eine Demokratie. Ja, solange, hahaha, ich der Diktator bin. Ja, und genau so läuft das. Viele Leute in Amerika zum Beispiel, in der amerikanischen sogenannten Demokratie sagen, viele Diktaturen geben sich als Demokratie aus und verstehen gar nicht, dass sie selbst in einer Diktatur leben, die sich als Demokratie ausgibt. Ja, seit den 1930er Jahren leben die Amerikaner unter einer Art Kriegsrecht. Ja, da müsst ihr mal den Bank Holiday vom 9. März 1933 nachstudieren, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Nur, worauf ich halt eingehen wollte, und da springe ich jetzt eben mal zum Abschluss, ist dieser Satz, den ich hier lese. Während es gleichzeitig in protestantischen Ländern so erscheint, dass die katholische Kirche auf der Seite der Demokratie steht, also ich mache mir meinen Feind zum Freund, ist sie tatsächlich eins der wichtigsten Bollwerke der Demokratie. Also das heißt, der wichtigste Gegenspieler gegen die Demokratie. Weil römischer Katholizismus basiert auf dem autoritären Führungsanspruch des Papstes, einer einzigen Person. Und das ist nicht mit einer Demokratie vereinbar. Ich hoffe, dass dieser kleine Ausflug euch ein bisschen mehr Hintergrund darüber gebracht hat, auch warum die Kirche eben offiziell mehr oder weniger angibt, auf Seiten der Demokratie zu stehen. Ist ja auch nicht schwer. Wenn ich sie kontrolliere, dann spielt es ja keine Rolle. Wenn das Volk regiert und ich kontrolliere das Volk durch Propaganda, durch Ausbildung, durch die Medien, dann ist das ja wurscht. Dann kann ich natürlich auch für die Demokratie sein, weil im Endeffekt wird ja dann doch mein Wille durchgesetzt. Der Wille des Papstes. Ihr wirkliches Ziel und die Mittel zum Zweck können jedoch nur durch eine Untersuchung ihrer Aktivitäten vor und nach dem Aufstieg des Faschismus erkannt werden. Die Jesuiten legen einen feierlichen Eid ab, um den Kreuzzug der katholischen Restauration zu führen, deren Erfolg immer von der vollständigen Zerstörung des Protestantismus und seiner zunehmenden Liberalisierung des politischen und sozialen Lebens in den letzten 400 Jahren abhängt. Ja, was für einen Eid legen die Jesuiten denn ab? Da habe ich nochmal hier mein Papier aufgemacht von dem Eid der Jesuiten, ja, der Schwur der Jesuiten, wie ihr euch daran erinnert, wo wir hier zum Beispiel am Anfang lesen, dass bei dem Schwur jemand die Worte hochhält oder mit den gekreuzten Knochen, worunter das Wort steht, INRI, das steht für Iustrum Necer Reges Impius. Das heißt, es ist gerecht, pietätlose und heretische Könige, Regierungen und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören. Für diejenigen, die es noch nicht wissen oder die es noch nicht wussten, das ist auch der Grund, weshalb in römisch-katholischen Kirchen das Kreuz mit dem hängenden Jesus immer abgebildet wird. Ja? Wir wissen ja, in der römisch-katholischen Kirche gibt es nur zwei Sorten von Jesus Christus, wie er abgebildet wird auf diesen ganzen Abbildungen. Das ist entweder als hilfloses Baby in den Armen seiner Mutter oder das ist als hilfloser Mann hängend am Kreuz, mit dem Kopf meistens schon gesenkt nach unten und eben angebend, dass er keine Macht hat und tot ist. Und in diesen römisch-katholischen Kirchen, da müsst ihr mal drauf achten, teilweise auch in protestantischen Kirchen, meine ich. Ich weiß, ich habe da gar nicht so große Erfahrung. Sag mal, Viktor, du bist doch in Hamburg. Bist du mal in Michel gewesen in der letzten Zeit? In der St. Michaeliskirche? Oh, nee? Das ist aber schon lange her, du. da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr richtig dran erinnern. Ja, oder sonst wo irgendeine Kirche da bei dir in der Gegend? Bist du da mal irgendwo drin gewesen und hast mal geguckt, wie die ausgestattet sind? Ja, doch, so. Also du meinst jetzt im Verhältnis, jetzt sage ich mal, zu anderen Kirchen aus, weiß ich nicht, Süddeutschland oder aus... Naja, ich weiß nicht, du kannst ja nicht unbedingt vergleichen, aber halt, bist du bei dir in der Gegend mal in Kirchen gewesen, hast diese Kreuze dir angeschaut und ist bei diesen Kreuzen nicht auch dieses Schild über dem Jesus angebracht, wo drauf steht INRI?
Also ich kenne es jetzt so direkt nicht, also ich kann mich jetzt so direkt nicht an irgendeine ein Kreuz oder ein Bild entsinnen, wo das jetzt draufsteht, aber ich weiß zumindest, dass es häufig an, ja, sage ich mal, so Kreuzen, die man auch kaufen kann, die man sich zu Hause hinhängt, ne? Da habe ich das dann manchmal schon gesehen. Ja, ich habe jetzt gerade so ein Bild hier mit so einem Kreuz mit INRI obendrauf, wo halt Jesus an diesem Kreuz hängt und seinen Augen geschlossen und den Kopf hängen lässt, nach dem Motto, er hängt da tot an dem Kreuz und dann sieht man INRI darüber geschrieben. Und die Bedeutung, das müssen wir eben verstehen, deswegen mache ich ja gerade eben diese kleine Erklärung hier. Die Bedeutung von diesem INRI ist eben, es ist gerecht, pietätlose und häretische Könige, Regierungen und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören. Was glaubt ihr denn, warum die römisch-katholische Kirche das INRI über dem Jesus schreibt? Jesus Christus ist für die römisch-katholische Kirche, die nicht christlich ist, ein häretischer König. Ein pietätloser und häretischer König. Ein Usurpator, wie man das auch oftmals nennt. Das ist Jesus Christus für die römisch-katholische Kirche. Ja, und ein Revolutionär und ein Fundamentalist und ein Terrorist. Ja, das könnte man alles da noch zufügen. Vollkommen richtig. Aber deswegen findet ihr in euren Kirchen, ich behaupte das jetzt einfach mal so, ich bin ja nicht in Deutschland, ich kenne die Kirche nicht auswendig, aber ich weiß, dass es auch in protestantischen Kirchen diese Kreuze gibt. Und ich bin da sicher, dass auf vielen von diesen, vielleicht nicht auf allen, aber auf vielen von diesen Kreuzen eben auch diese Tafel drüber steht, INRI. Und den Leuten wird dann natürlich erzählt, ja, aber das heißt ja Jesus von Nazareth, der König der Juden, ne? Jesus Nazarethus Regius Judäa, sowas in der Richtung, wollen sie einem weismachen. Das kann man aber nur Leuten weismachen, die ihre Bibel nicht kennen, weil es gibt mindestens ein Buch, und ich meine, es ist Johannes. Kann ja vielleicht der Michael oder so zwischendurch mal raussuchen, während ich hier da doch Ich meine, es wäre Johannes und Lukas gewesen. Es waren auf jeden Fall Ja. zwei, weil ich es gestern oder vorgestern noch Eben, nachgeschaut habe. eben. Du hast es rausgesucht. Lukas und Johannes. Ja, such doch mal die Stelle raus, wenn du Zeit hast, eben zwischendurch. Und in diesen Stellen steht ganz deutlich drin, was auf dem Kreuz von Jesus Christus wirklich stand. Und damit ist diese INRI-Abbildung eine römisch-katholische und eine Jesus Christus feindliche Abbildung und eine Jesus Christus feindliche Lehre. Ja? Deswegen sollte man sich immer von solchen Kirchen, sage ich jetzt mal, fernhalten. Gut, ich will auch weiter auf den Eid der Jesuiten gar nicht eingehen. Ich habe da zwei Videos drüber gemacht, die könnt ihr euch auf meinem Kanal anschauen. Und es geht hier halt darüber, dass wir lernen hier, die Jesuiten legen einen feierlichen Eid ab, der eingeleitet wird mit einem, der diese Worte hält, INRI, um den Kreuzzug der katholischen Restauration zu führen, deren Erfolg immer von der vollständigen Zerstörung des Protestantismus und seiner zunehmenden Liberalisierung des politischen und sozialen Lebens in den letzten 400 Jahren abhängt. Ich könnte jetzt wieder auf den Eid zurückkommen und könnte euch zeigen, wo da in dem Eid genau drin steht, dass es ihre Absicht ist, den Protestantismus zu vernichten, aber wie gesagt, dann dauert die Sendung hier heute 3 Stunden. Geht auf meinen Videokanal, auf meinen YouTube-Kanal und gebt oben in die Suchmaschine. Ja, da könnt ihr ja hier, wenn ihr auf dem Kanal seid, hier habt ihr hier dieses Zeichen, da könnt ihr hier suchen. Dann gebt ihr da zum Beispiel das Wort Schwur ein, wie ich jetzt mal eben hier vormache. Und dann drückt man auf Enter. Und dann kriegt man die Suchresultate auf meinem Kanal, wo das Wort Schwur drin vorkommt. Und dann seht ihr gleich hier, Schwur der Jesuiten. Schwur der Jesuiten, 1, 2 Teile. Ne? Und dann könnt ihr euch das angucken. Das sind knapp ja, 2 Stunden, 20 Minuten, 2 Stunden, 2 1/4 Stunde, dass ihr euch das angucken könnt, wenn ihr das möchtet. Und dann könnt ihr da mehr drüber lernen. Da gehen wir jetzt nicht zu tief drauf ein. Hast du die Stelle vielleicht inzwischen schon gefunden? Nee, sonst hätte er sich gemeldet. Doch, doch, ich bin am Lesen. Okay. Ich bin am Lesen. Gib mir aber Zeit bis nach dem Video. Also bis zur Bis zum Schlussbesprechung. Schluss, ja, okay, gut, dann kommen wir da halt zum Schluss nochmal drauf hin. Das Ja. wird der Michael dann in seine Schlussbemerkung dieses Videos mit einarbeiten, wo wir dann auch mal darauf hinweisen, was stand denn wirklich auf dem Kreuz, auf dem Jesus Christus damals auf Golgatha gekreuzigt wurde, um für die Vergebung der Sünden der ganzen Menschheit zu sterben.
Im Buch fahren wir fort und lesen, denn der Protestantismus hat die politische Macht des Papsttums in der Vergangenheit untergraben. Der Protestantismus machte die Religion zu einer Frage der individuellen Wahl. Ah ja, ich habe nicht die Religion, die der Papst mir aufzwingt, sondern ich kann meinen Gott Jesus Christus selbst wählen und ich kann sogar eine persönliche Beziehung mit ihm aufbauen. Wovon Papst Franziskus sagt nee, das ist eine gefährliche Tat, das soll man auf gar keinen Fall tun. 2015 auf dem Petersdom hat er das gepredigt. Den Link kann ich euch auch geben. Oder ihr sucht das selbst raus. Der Protestantismus machte die Frage der Religion zu einer Frage der individuellen Wahl. Er befreite das Individuum vom Autoritarismus der Könige und der Päpste. Er befreite den Zivilstaat von der kirchlichen Einmischung. Das ist passiert, was Martin Luther hier bereits 1520 in seiner Predigt, sage ich jetzt mal, in seinem Schreiben an den deutschen Adel, was er damals angeklagt hat. Wollen wir mal eben hier sehen, nicht Schwur, dann nehme ich mal eben das Wort Adel, dann kann ich euch das mal eben zeigen, da habe ich auch, ich glaube, 2 oder 3 Videos drüber gemacht, über dieses Schreiben von Martin Luther, das findet ihr in der Abspielliste Luther 2017, da seht ihr hier, das sind 2 Teile, Martin Luther an den christlichen Adel, deutsche Nation von des christlichen Standes Besserung 1 und 2, das ist ein Schreiben von 1520 und das ist eine sehr gute Arbeit, die Martin Luther damals geleistet hat. Und in dieser Arbeit hat er eben ganz deutlich, ganz zu Anfang gesagt, die römisch-katholische Kirche hat 3 Mauern um sich gebaut. Und die erste Mauer, die wir auch als erstes angreifen, ist, dass die römisch-katholische Kirche behauptet, die geistliche Macht hätte das Recht, über der weltlichen Macht zu stehen. Und damit hat eben der Protestantismus Schluss gemacht und hat den Zivilstaat, den weltlichen Staat, von der kirchlichen Einmischung getrennt. Das, was das vierte Tier aus Daniels Prophezeiung so einzigartig macht, ja, das werdet ihr auch noch lernen in der Lesung von Romanismus und Reformation, da gehen wir ja tief auf Daniel, vor allem in Kapitel 7 ein, da werden wir ja lernen, dass eben dieses vierte Tier aus der Daniel-Prophezeiung, aus der babylonischen Gefangenschaft damals, dass dieses vierte Tier so anders ist als alle anderen, nicht nur weil es eine Zusammenstellung oder eine Mischung ist aus den 3 vorangegangenen Königreichen und damit das vierte Königreich gibt, sondern vor allen Dingen, weil in Rom, und zwar im päpstlichen Rom, nicht im heidnischen Rom, aber im päpstlichen Rom, die zivile und die geistige Regierung ein und dieselbe sind. Da gibt es keine Trennung von Kirche und Staat. Das war in Babylon nicht so, weil da gab es den Nebukadnezar und andere Könige und die hatten daneben ihre Priesterschaft. Das gab es in Medo-Persien nicht, weil da gab es die Könige und die hatten daneben ihre Priesterschaft. Da gab es in Griechenland nicht, weil die hatten ihre Könige, wie zum Beispiel jetzt Alexander der Große, und als der dann weg war, hatten ja 4 Generäle von ihm das übernommen. Das waren ja auch Könige dann in den jeweiligen Reichen, wo sie in Griechenland gelernt hatten. Und die hatten auch ihr Priestertum neben ihnen. Und im heidnischen Rom war es auch so. Da hatten die ja dann das Pantheon und da gab es dann die sibyllinischen Schriften und alles. Das war die Grundlage der Religion des Roms, des heidnischen Roms. Aber auch da waren die Cäsaren getrennt von dem Priestertum, von der Priesterschaft. Aber in der päpstlichen Zeit, also in der Zeit, wo es anfing dann mit dem Papsttum um 606, 607, das lernen wir auch noch in anderen Videos, wie das wirklich zusammenhängt, habe ich nur kurz angerissen, in dem Lutherbuch Das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Da könnt ihr euch das auch mal anschauen, auch in der Abspielliste Luther 2017 drin. Wo also das Papsttum wirklich zur Macht kam, 606, 607, da gab es eine Verschmelzung von der weltlichen Macht des Cäsaren mit der kirchlichen Macht. Und das macht eben das vierte Biest so unik, wie man so schön sagt. Also das ist im Französischen ein schönes Wort und im Englischen ein schönes Wort und auch im Flämischen, aber nicht im Deutschen. Im Deutschen sagt man einzigartig. Das macht das Tier also einzigartig, so besonders. Ja? Er veranlasste nicht-katholische Regierungen, also der Protestantismus, ja,
den vitalen Anspruch der Kirche Roms, durch göttliche Rechte eine universelle, unabhängige und allen anderen Regierungsformen überlegene Staatsform zu sein, geradezu zu leugnen. Er hat der Kirche von Rom die direkte Kontrolle über alle Einrichtungen genommen, die das Leben des Menschen ausmachen. Ehe, Erziehung, Wohltätigkeit, Kultur, Freizeitaktivitäten, alles das hat der Protestantismus der römisch-katholischen Kirche genommen. Und wir müssen noch mal eben verstehen, deswegen habe ich hier diese kleine Fußnote mit drin, bei den Regierungsformen, ja, es steht hier, unabhängige und alle anderen Regierungsformen überlegene Staatsform zu sein, zu leugnen. Rom behauptet von sich, die überlegene, sogar die einzige Staatsform zu sein, die Rom akzeptieren kann. Rom akzeptiert keine andere Staatsform als die, wo sie selbst an der Macht ist. Deswegen habe ich hier den kleinen Kommentar mit reingeschrieben. Lest dazu bitte die päpstliche Bulle Unam Sanctam von Antichristpapst Boniface VIII. Von 1302. Da gehe ich übrigens in meiner Buchlesung Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht näher drauf ein. Verpasst das sicher nicht, nur ich denke, dass wenn dieses Video von heute hier hochgeladen wird, dass dann die Lesungen bereits hochgeladen sind, wo ich das in Romanismus und die Reformation bespreche, weil das ist im ersten Teil und da lese ich die Bulle Unam Sanctam mehr oder weniger im Wortlaut vor. Da könnt ihr euch dann drauf freuen und dann werdet ihr sehr gut verstehen, was ich hier jetzt anschneide und damit meine. Und deswegen, wieder mal ein Punkt von mir, Entschuldigung, dass ich so viel abweiche, aber deswegen ist es so wichtig, sich nicht nur in eine Richtung zu informieren, sondern viele verschiedene Bücher zu lesen und dann zu probieren, die Punkte miteinander zu verbinden. Und dann bekommt man erst das ganze Gewicht dieser ganzen Sache überhaupt mit. Ja? Dieser eine Satz, der ja nun nicht gerade kurz war und nicht gerade leicht war, den werden wir doch noch mal eben lesen, um zu hoffen, dass wir ihn bitte richtig verstehen. Wo fängt er dann überhaupt an? Der Protestantismus hat die politische Macht des Papsttums in der Vergangenheit untergraben. Der Protestantismus machte die Religion zu einer Frage der individuellen Wahl. Er befreite das Individuum vom Autoritarismus der Könige und vom Autoritarismus und der Herrschsucht der Päpste. Er befreite den Zivilstaat von der kirchlichen Einmischung. Er veranlasste nicht-katholische Regierungen, den vitalen Anspruch der Kirche Roms, durch göttliche Rechte eine universelle, unabhängige und allen anderen Regierungsformen überlegene Staatsform zu sein, geradezu zu leugnen. Er hat der Kirche von Rom die direkte Kontrolle über alle Einrichtungen genommen, die das Leben des Menschen ausmachen. Ehe, Erziehung, Wohltätigkeit, Kultur und Freizeitaktivitäten. Der Protestantismus wird nun von katholischen Sprechern als Anstifter des Kommunismus und Atheismus und als Verbündeter des Weltjudentums und der Freimaurerei angeprangert. Hier macht es also die römisch-katholische Kirche sich sehr leicht und sie fasst all ihre, zwischen Anführungszeichen, Feinden zusammen und ja, dann kommen wir wieder auf den Satz, den der Viktor, glaube ich, noch besser im Kopf hat als ich. Ich vergesse den immer wieder, wo sie da den Berg raufgehen. Ne, Viktor, wie sagst du das immer so schön auf der einen Seite? Genau, auf der einen Seite werden die Katholiken von Gott geführt, den Hügel hoch, und auf der anderen Seite die ganzen, ja, Heiden, Ketzer, also sprich, ja, Juden, Protestanten, Kommunisten, Sozialisten, was es da nicht alles gibt, die werden von Teufel auf der anderen Seite geführt. So wird das jedenfalls in katholischen Schulen hauptsächlich so gelehrt, ne? Genau, genau. Genau auf den Punkt wollte ich rauf, aber du kannst das besser sagen als ich, deswegen lasse ich dir da eben mal kurz das Wort. Der Platz erlaubt nur eine sehr kurze Zusammenfassung der gegenreformatorischen Aktivitäten des Jesuitenkatholizismus, die zu einem Aufstieg und gegenwärtigen Erfolg des Nazifaschismus gegen die liberalisierende Wirkung der protestantischen Reformation führten. Ja, das ist richtig. Der Autor nimmt sich knapp 100 Seiten in seinem 12 Kapitel fassenden Buch die Zeit und in jedem Kapitel nicht so ausführlich die Zeit, wie ich sie mir nehme mit dieser Lesung und Besprechung dieses Buches. Was wir natürlich auch heute 76 Jahre nach
dem Erscheinen des Buches aus einer anderen Sicht natürlich auch noch viel besser analysieren können, als er das damals konnte. Und außerdem bin ich nicht an irgendwelche Seiten gebunden, die ich mal veröffentlichen will. Ich mache Videos von einer Stunde und wenn die Stunde voll ist, dann mache ich das nächste Video und dann müsst ihr ein paar Tage warten und dann kriegt ihr das nächste. Und ich erlaube mir den Platz, diesen Dingen den Platz zu geben, den sie brauchen. Und wenn ich dafür ausschweifen muss, wie gerade eben, dann muss ich das eben. Man muss immer bitteschön verstehen, jedes dieser Videos hat auch irgendwo mal Zuschauer, die als das erste Mal kommen und die noch nicht eine Vorkenntnis von bestimmten Dingen haben. Und wenn ich denen sage, schaut das da und danach, dann haben die zumindest die Möglichkeit, die Worte, die ich hier sage, auch anhand der Bibel und anhand der Geschichtsaufzeichnungen zu kontrollieren, dass ich hier nicht irgendwelche Verschwörungstheorien verbreite, sondern dass ich fundiert rede auf Basis der Bibel, des wahren Wortes Gottes, und dass ich die Wahrheit rede aufgrund von wirklichen Geschichtsdokumenten, die es gibt, ja, die wir natürlich in der normalen Schule nicht lernen und die dann genau das bestätigen, was die Bibel bereits vor Jahrhunderten gesagt hat. In dem Zusammenhang übrigens kann ich euch nur anraten, vermisst keine Lesung von meiner neuen Buchlesung Romanismus und die Reformation vom Standpunkt der Prophezeiung. Das ist wunderbar in der Hinsicht. Euch werden die Augen geöffnet wie noch nie zuvor. Aber wir fahren jetzt erstmal fort mit dem Buch Hinter den Diktatoren. Das ist ja auch für viele Leute noch ein Augenöffner, über was wir hier sprechen. Der 30-jährige Krieg, den wir gerade deutlich besprochen hatten, also von 1618 bis 1648 in der Buchlesung von Theodor Griesinger, ab die Teile, glaube ich, 25, 26 gehen wir in den 30-jährigen Krieg rein. Und die Einmischung der Jesuiten darin, oder die Position der Jesuiten in diesem 30-jährigen Krieg, die Wirkung von ihnen, ist ein Beispiel davon. Die mörderische Herrschaft des Herzogs von Alva in den Niederlanden, das Massaker von St. Bartholomäus, ja, in der Nacht vom 15. August 1572, wo 70.000 Menschen in Paris und Umgebung abgeschlachtet wurden, Hugenotten, bibelgläubige Christen, und im weiteren Verlauf der nächsten Wochen mehr als 100.000 Menschen ihr Leben gelassen haben, so schlimm, dass Geschichtsschreiber davon erzählen, dass das Wasser der Seine blutrot gefärbt war. Und wenn man einen Fisch rausfischen wollte mit seiner Angel, dass man meistens eine Leiche an der Angel hatte, und zwar eine menschliche, anstatt einen Fisch. Die blutigen Versuche der katholischen Restauration in England, ja, um mal zwei Dinge eben zu nennen. Den Babington-Plot, der euch vielleicht nicht so besonders bekannt ist, deswegen habe ich da hier für den Babington-Verschwörung einen Wikipedia-Link mit eingefügt, aber natürlich auch die spanische Armada, dass der Papst den spanischen König Philipp II. Angehalten hat, um seine Armada nach England zu schicken, um England wieder unter päpstliche Kontrolle zu bringen. Auch das war ein blutiger Versuch der römisch-katholischen Kirche, um die katholische Restauration in England voranzutreiben. Und das sind sichtbare und erschreckende Beispiele für die antiprotestantischen Aktivitäten des Jesuitenordens in der Vergangenheit. Tja, das war in der Vergangenheit. Und wie sieht das dann in der Gegenwart aus, zumindest noch von der Zeit, von der wir hier sprechen? Sie waren es, die Jesuiten, die die Dreyfus-Affäre als Mittel einsetzten. Und da mehr Informationen zur Dreyfus-Affäre in meiner Buchlesung Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Schaut euch die Spielliste an. Ich glaube 25 Videos oder sowas da drin, da lernt man eine Menge von. Und da sehen wir auch die Dreyfus-Affäre Ende des 19. Jahrhunderts. Ganz, ganz wichtig, um dafür zu sorgen, dass in Frankreich Antisemitismus eingeführt würde. Also sie waren es, die Dreyfus-Affäre als Mittel einsetzten, um die Französische Republik zu stürzen. Ja, das war ja durch die Illuminaten passiert, zwischen Anführungszeichen, die ja nichts anderes waren als die Jesuiten hinter einer Maske, als ihr Orden verboten war. Und damit die Auswirkungen der Französischen Revolution von 1789 und 1848 zunichte zu machen. Aus Sicht der Jesuiten waren auch sie, die Jesuiten selber, das Ergebnis der protestantischen Reformation. Ja, wenn es keine
protestantische Reformation gegeben hätte, dann würde es auch keine Jesuiten geben. Wahrscheinlich. Das ist der Standpunkt, auf dem sie stehen. Die Revolutionen von 1789 und 1848 lesen wir aus einem Zitat von dem Jesuitenpater Hammerstein, wo ich ja auch den Link mit reinmache, dass ihr euch den ein wenig näher anschauen könnt. Die Revolutionen von 1789 und 1848 waren das Ergebnis der Reformation. Er lügt hier, ohne rot zu werden, der Hammerstein. Diese Revolutionen waren von den Jesuiten geplant und ausgeführt, um ihr Ziel zu erreichen. Das Ziel, dass die römisch-katholische Kirche am Ende als Gewinner dasteht. Totale Kontrolle durch die Hintertür. Das musste ich mal eben zufügen. Also, lesen wir das ganze Zitat von dem Jesuitenpater Hammerstein. Die Revolutionen von 1789 und 1848 waren das Ergebnis der Reformation. Und heute stehen wir vor der Wahl einer Alternative. Entweder im Sozialismus zu leben, in diesen letzten Jahren der Häresie, also Protestantismus, oder um das öffentliche Leben mit den Prinzipien des Christentums zu infizieren, das heißt katholische Prinzipien. Alles andere hat nur Halbwertszeit. Ende Zitat. Also mit anderen Worten, nur die katholischen Prinzipien werden überleben. Das sagt der Jesuitenpater Hammerstein hier. Hitler selbst gibt zu, dass ihm die Methoden der Jesuiten während der Gegenreformation geholfen haben, seinen ideologischen Krieg fortzusetzen. Sein Gebrauch roher Gewalt gegen alle gegensätzlichen Überzeugungen und philosophischen Meinungen ist das Ergebnis der Tatsache, dass, wie er sagt, Zitat, ich eine intensive Analyse analoger Fälle gemacht habe, die in der Geschichte besonders in der Domäne der Religion getroffen werden sollen. Ende Zitat. Wo hat Adolf Hitler das gesagt? In seinem Buch Mein Kampf, das, wie wir wissen, geschrieben wurde von einem Jesuitenpater Stempfle. Aber erst nach dem Ersten Weltkrieg begann der aktive Plan der katholischen Restauration Gestalt anzunehmen. Vor der Ankunft von Antichrist Papst Pius XI. Im Jahr 1922 war die römisch-katholische Kirche in eine mehr oder weniger defensive Position gegenüber dem liberalen Geist der Neuzeit gezwungen worden. Aber mit Hilfe dieses zugegebenermaßen pro-jesuitischen und pro-faschistischen Papstes Pius XI. Traten auch Mussolini und Hitler auf, und in Verbindung mit ihnen ging die katholische Kirche in die Offensive. Auch hier nochmal in eine Fußnote. In die Fußnote gehen wir gleich rein. Die römisch-katholische Kirche, Papst Pius XI., hat Mussolini einen Mann der Vorsehung genannt. Also einen von Gott geschickten Menschen, der die römisch-katholische Kirche aus ihrem Tief herausholt, damit die römisch-katholische Kirche wieder in die Offensive gehen kann. Das war die Meinung von Pius XI. Was natürlich damit zusammenhängt, dass die Wunde aus dem Buch der Offenbarung Kapitel 13 noch nicht geheilt war. Das passierte ja nun unter diesem Antichristen, Papst Pius XI. In 1929 durch den Mann der göttlichen Vorsehung, Benito Mussolini. Das folgende aus dem historischen Werk von Karl Boker, ein glühender Anhänger der katholischen Restauration, bringt es auf den Punkt. Zitat: In diesem entscheidenden Augenblick ergriff der Papst die Zügel und nahm die einheitliche Kontrolle aller Tätigkeitsbereiche, in denen sich seine Vorgänger ausgezeichnet hatten, in seine Hände. Dies war der Beginn der katholischen Aktion von weitreichender Bedeutung, vom Eintritt der Kirche in den Kampf für moralische und religiöse Erneuerung und für die Reform der sozialen Institutionen. Und diese Intervention hatte zu ihrem Ende die Zerstörung des liberalen Geistes des 19. Jahrhunderts und den Triumph der christlichen Idee. Den Triumph der katholischen Idee. Ende Zitat.
Seitdem haben wir die offene Unterstützung des Katholizismus für jeden Schritt des Nazifaschismus erlebt, um allen Völkern autoritäre Regime aufzuzwingen. Seine aktive Mitarbeit an der systematischen Unterdrückung, die das faschistische Regime in Italien selbst ausgeübt hat, seine geheime Vereinbarung mit Hitlers Nationalsozialismus, ja, der Vatikan war der erste Staat, der Hitlers Regime anerkannte, seine Unterstützung von Mussolinis beschämender Eroberung Äthiopiens und sogar Japans Invasion Chinas, seine offene Allianz mit dem spanischen Diktator Franco in seiner Rebellion gegen die Spanische Republik. Seine offene Allianz mit Franco in seiner Rebellion gegen die Spanische Republik, seine Freude über die Annexion Österreichs an Nazi-Deutschland, das Heimholen ins Reich, wie es ja so schön genannt wurde, und die Vernichtung der demokratischen Tschechoslowakei. Ja, weil Tschechien war katholisch und die Slowakei war protestantisch. Deswegen musste der Staat zerschlagen, geteilt werden, weil man ihn dann besser kontrollieren konnte. Ihr Anteil am endgültigen Triumph von Leon de Grels Rexit-Partei in Belgien und ihr großes Lob für den französischen faschistischen Staat, der unter dem guten Marschall Pétain die Stelle der untergegangenen französischen Republik übernahm. Nach Pearl Harbor nahm der Vatikan-General Ken Harada aus Tokio als Botschafter zum Heiligen Stuhl. Aber eben gucken, ob ich von Harada ein Bild habe. Ich meine nicht, aber man kann ja immer mal schauen. Aber ich glaube nicht. Er sucht. Manchmal habe ich so ein Bild von Harada. In diesem Fall habe ich es nicht. Belassen wir es bei dem trojanischen Pferd. Ken Harada aus Tokio wurde also für den Vatikan Botschafter beim Heiligen Stuhl. Ja? Der Vorgesetzte von Ken Harada, habe ich mir rausgesucht, war Paolo Marella. Dieser Paolo Marella war offensichtlich ein Jesuit, da er ein Mitglied der Kongregation für die Verbreitung des Glaubens war, was genau der Name für die Heilige Inquisition ist, heute bekannt als die Kongregation für die Glaubenslehre. Das ist die vatikanische Organisation innerhalb der römisch-katholischen Kirche, der Papst Benedikt XVI., als er noch seinen bürgerlichen Namen als Kardinal hatte, Karl Ratzinger, 25 Jahre lang vorgesessen ist. Ja? Und die Leute, die damals ganz lauthals mit der Bild-Zeitung gefeiert haben, wir sind Papst, die diese Schlagzeile geschrieben haben und die den Kardinal Ratzinger kannten, die wussten ganz genau, welcher Geist ihn beseelt. Nicht nur, dass ihn natürlich der Geist Satans beseelt, da er jetzt den Sitz des Antichristen hat. Nein, vor allen Dingen deswegen, weil er 25 Jahre lang der Vorsitzende war der Inquisition. Auch wenn sie damals wie heute einen anderen Namen trägt. Nämlich die Kongregation für die Glaubenslehre. Ein Wikipedia-Link hierüber werde ich euch in diesem Kommentar hiermit zur Verfügung stellen. So, jetzt sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten in der Sendung heute. Naja, wir haben noch gut 13 Minuten, also werden wir nochmal ein oder zwei Absätze weiterlesen. Der vollständige Bericht über die Ereignisse in Deutschland von 1918 bis zum Aufstieg Hitlers zur Macht muss noch geschrieben werden. Aus der Zeit natürlich, die wir hier verstehen, die der Autor Leo Herbert Lehmann angibt, der hat ja das Buch 42 veröffentlicht, da war noch nicht ein vollständiger Bericht über die, zwischen Anführungszeichen, Weimarer Republik gegeben worden, um zu sehen, wie in der Zeit zwischen 1918 bis 1933 dafür gesorgt wurde, dass Hitler an die Macht gekommen ist. Wir haben das aber gelernt, nachdem wir das Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris gelesen haben. Und wir werden auch hier dann noch ein wenig später drauf eingehen in den nächsten Kapiteln. Aber es ist nicht zu leugnen, sagt der Autor, dass sie durch die Machenschaften der jesuitischen Diplomatie geschickt zu ihrem Aufstieg manövriert wurden. Die Oberschicht,
deren Liberalismus weniger Ausdruck idealer Überzeugungen als materieller Interessen war, wurde von der Furcht vor dem Wachstum des Sozialismus unter der Weimarer Republik ergriffen. Ja, warum habe ich diesen Teil des Satzes hier grün angestrichen? Die Oberschicht, deren Liberalismus weniger Ausdruck idealer Überzeugungen als materieller Interessen war. Das ist doch heute, meine lieben Brüder und Schwestern, weder in Belgien, wo ich lebe, noch in Deutschland, wo die meisten von euch leben, anders. Die Oberschicht guckt erst und hauptsächlich auf ihr Portemonnaie. Welche Regierung an der Macht ist, ist denen, na, jetzt hätte ich beinahe ein schlimmes Wort gesagt, ist denen mehr oder weniger komplett egal, solange ihr Portemonnaie in Ordnung ist. Deswegen interessiert die auch nicht, was in der Politik passiert, solange es sie persönlich nicht tangiert. Ja? Das war damals so und das ist heute noch mindestens genauso. Daher kommt eine gewisse Politikverdrossenheit in der Oberschicht. Das ist bei uns heute nicht viel anders. Kommt dann noch zu, wenn man zur wirklichen Oberschicht gehören will, dann muss man auch Mitglied in bestimmten Geheimorganisationen sein und dann spielt man ja sowieso mit. Und deren Liberalismus ist also von daher nicht echt überzeugt wegen der libertären Ideen, sondern einfach, weil sie sagen, ich brauche diesen Liberalismus, um meine persönliche Bereicherung fortsetzen zu können. Das war damals so, das ist heute so und das wird morgen auch so sein. Und dadurch, dass ich euch das jetzt so sage, bin ich noch lange kein Prophet. Aber man muss kein Prophet sein, um zu begreifen, dass die Leute immer erst an sich selbst denken. Ich, ich, ich. Durch geschickte Propaganda gelang es den römisch-katholischen Streitkräften, sie davon zu überzeugen, dass eine hierarchische Kirche der beste Schutz gegen die Angriffe der Unterschicht sei. Auf der anderen Seite benutzten sie den Antiliberalismus der deutschen Sozialisten, um diesen zu beweisen, dass der politische Katholizismus und die sozialistische Bewegung, beide Gegner des Liberalismus, eine solide Basis für gemeinsame Projekte im Bereich des politischen Handelns bilden könnten. Also, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja? Das ist die Denkweise. Die Koalition zwischen den Sozialdemokraten und der katholischen Zentrumspartei war das Ergebnis eben dieses Manövers. Diese, zwischen Anführungszeichen, große Koalition haben wir doch heute auch wieder in dem Konstrukt der Bundesrepublik Deutschland. Die Koalition von Sozialdemokraten und der Zentrumspartei. Der Nachfolger der Zentrumspartei heute ist die CDU. Die CDU mit dieser räudigen Hündin Merkel, sage ich jetzt mal eben ganz brutal, ist die Nachfolgepartei des Zentrums und regiert zusammen mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Eine Koalition, wie sie damals bereits in der Weimarer Republik war. Und wohin hat diese große Koalition damals geführt? Und warum sollte diese große Koalition heute woanders hinführen? Diese Koalition zwischen den Sozialdemokraten und der katholischen Zentrumspartei war das Ergebnis dieses Manövers. Also, dass die Gegner des Liberalismus, die sozialistische Bewegung und die römisch-katholische Kirche sich zusammenschlossen. In Wirklichkeit war es eine unbewusste Unterwerfung des Ersteren, also Sozialismus, vor den jesuitischen Katholizismus, der es so ermöglichte, katholische, demokratische Politiker und die Anti-Jesuiten für ihre Zwecke zu benutzen. Da hörte ich die Anfrage eines Kommentars, glaube ich, eben. Ja, das war ich. Ja, Michael. Das bin ich. Ich wollte nur kurz einwerfen, die Zentrumspartei gibt es übrigens heute immer noch. Aber die ist also ganz marginal, da gibt es nur ein paar 10.000 Mitglieder oder so. Also das ist unter der 1%-Grenze. Aber die haben tatsächlich noch eine offizielle Webseite, da war ich mal vor einigen Monaten drauf. Aber die hat natürlich bei weitem nicht mehr das Gewicht oder die Funktion, die sie vor dem
Zweiten Weltkrieg hatte. Aber ich wollte es nur mal kurz reinschmeißen. Das ist ja eine interessante Bemerkung, die du uns hier gibst, Michael. Der Punkt ist nur, den die Leute, denke ich mal, die dieses Video hören, verstehen sollen. Die Zentrumspartei wurde offiziell mehr oder weniger aufgelöst damals im Dritten Reich, ich glaube 1934, wenn ich mich nicht irre. Ja, der von Papen hat ja damals auch dann verzichtet, nachdem Hitler dann an die Macht gekommen ist. Naja, von Papen ist ja auch selber abgetreten, glaube ich, im Juli 1934 als Hitlers Stellvertreter, also als Hitlers Vizekanzler. Aber der von Papen kam aus der Zentrumspartei. Noch viel wichtiger, wer auch seine Wurzeln in der Zentrumspartei hat, das ist Konrad Adenauer gewesen. Und der war doch meines Erachtens der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland unter dem Namen der CDU, oder? Ja, du siehst ja auch, dass die Ökumene so weit fortgeschritten ist, dass die Katholische Partei Deutschlands eine angebliche Protestantin als Bundeskanzlerin vorstehend hat. Ja. Die CDU nennt sich ja auch Christlich-Demokratische Union, anstatt ehrlich zu sein und sich Katholisch-Demokratische Union zu nennen. Aber der Punkt, den ich sagen wollte, ist, in Zeiten der Weimarer Republik war bereits Konrad Adenauer in einer hohen Position innerhalb der Zentrumspartei und taucht dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg auf einmal als erster Bundeskanzler der BRD, der neu gegründeten BRD, in der Partei der CDU auf. Also mir macht keiner weiß, dass die Zentrumspartei ihre Verbindungen zur CDU hat. Dadurch, dass, wie du sagst, die Zentrumspartei selbst heute anscheinend noch besteht, versuchen sie ja lediglich die Verbindung zu verstecken. Ja, sie ist neu gegründet worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Naja, sie wurde ja 1934 verboten. Genau, und Konrad Adenauer hat, glaube ich, 1950 die Entnazifizierung aufgehoben. Ja, natürlich. Mhm. Deswegen konnte ich auch ein paar Jahre später so einer wie Kiesinger Bundeskanzler werden. Mhm. Ne? Ja, oder hier, weiß jetzt nicht, Weizsäcker, glaube ich, hatte auch da einen entsprechenden Hintergrund. Naja, Weizsäcker hat ja einen Familienhintergrund, der dem sein Vater war ja schon ein hohes Tier damals. Ne? Das ist auch noch eine andere Sache, wenn wir da noch reingehen wollen. Aber das wäre jetzt zu viel, um das von heute zu besprechen, was wir uns hier vorgenommen haben mit der Lesung von diesem Buch. Ja, aber ist ja schon interessant, dass sowohl Angela Merkel als auch Gauck beide einen kirchlichen Hintergrund haben halt, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Absolut richtig. Und dann noch so, der Gauck war noch so gesagt sogar evangelischer Pastor, ne? Ja, und deswegen ist es halt einfach eben keine Trennung von Kirche und Staat, weil die Leute ja auch kirchlich erzogen sind. Davon kann man ja mal ganz stark ausgehen. Die Trennung von Kirche und Staat in der Bundesrepublik Deutschland ist ebenso nur auf dem Papier zu sehen, wie es in den Vereinigten Staaten von Amerika ist. In den Vereinigten Staaten von Amerika haben wir das System der 501c3 steuerbefreiten Organisationen und hinter denen sich die Kirchen verstecken. Die bekommen aber nur die 501c3 Freischaltung der Steuerbefreiung und damit können sie dann mit ihren Millionen umgehen, wie sie gerne wünschen, wenn sie auch dem Staat nicht in die Quere kommen. So ist es in Amerika und in Deutschland ist es auch nicht viel anders. Also ich meine, das deutlichste Beispiel, dass in Deutschland Kirche und Staat nicht getrennt sind, sieht man schon mal daran, dass der Staat eine Kirchensteuer eintreibt. Ja, und da ist ja halt die Frage, wer arbeitet da für wen? Ja, für mich nicht, aber für viele andere Leute stellt sich die Frage. Ja, ja. Ja, das ist ganz richtig. Schön. Michael, wir sind sowieso fast bei einer Stunde angekommen und würden dann nächstes Mal diesen Absatz hier nochmal anfangen über die große Koalition, mit der ich ja gerade eben angefangen habe, das Ende dieser Sendung einzuleiten. Da sollten die Leute vielleicht wirklich mal drüber nachdenken, ob diese große Koalition, die wir damals in der Weimarer Republik hatten und die uns geführt hat in das Dritte Reich, ob uns nicht jetzt knapp 100 Jahre später dasselbe wieder bevorsteht, weil Geschichte wiederholt sich und die Leute kennen die Geschichte nicht und deswegen merken sie gar nicht, wie sich das wiederholt. Ob wir jetzt in eine neue nationalsozialistische Regierung reinschlittern oder ob wir in eine sozialistische Regierung reinschlittern, also auf der linken Seite, das ist im Grunde völlig wurscht. Es ist auf jeden Fall eine totalitäre Regierungsform.
Und der Grundstein für diese totalitäre Regierungsform ist bereits gelegt mit der Europäischen Union, wo das Europäische Parlament ja im Grunde überhaupt keine Entschlussfähigkeit oder Entschlussmacht hat, zu sagen. Da will ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen, aber das finde ich einen schönen Moment, um diese Sendung abzuschließen. Und du wolltest uns ja noch einen Teil aus der Bibel eben vorlesen, Michael, im Zusammenhang mit, was wir vorhin besprochen hatten. Frisch unser Gedächtnis nochmal eben auf und lese uns bitte das Zitat abschließend zu dieser heutigen Sendung vor. Ja, vorher würde ich mir gerne noch die Freiheit nehmen, noch auf eine Sache hinzuweisen. Natürlich, natürlich. Viele sind jetzt einfach so damit aufgewachsen. Ich bin auch in einer katholischen Grundschule sozialisiert worden. Und deswegen war für uns halt einfach klar, RK heißt römisch-katholisch. Und römisch-katholisch ist dann immer so für Leute, ja klar, das ist Christentum und das ist halt die Katholiken und so weiter, aber kaum einer macht sich ja da die Gedanken, was es dann eigentlich bedeutet. Und dieses katholisch, das wissen ja die meisten, die deine Lesungen da verfolgen, schon, aber halt einige auch wiederum nicht. Katholisch kommt von griechisch katholikos, allumfassend, und kann man damit gleichsetzen mit römisch, allumfassend. Universal. Universell, genau. So, und deswegen ist es also jetzt nicht ein besonderer Wesenszug oder eine besondere Prämisse oder ein Prädikat, katholisch zu sein. Katholisch heißt letztendlich wirklich nur die römische umfassende Kirche. So, und da muss einem dann spätestens beim Wort römisch ein großes Fragezeichen aus dem Kopf auftauchen, warum die römische Kirche, die eigentlich immer der Widersacher Jesu Christi gewesen ist, jetzt plötzlich die Instanz und Autorität sein soll, um den Glauben an Jesus Christus auszuüben. Ja, das wollte ich mal unbedingt loswerden. Ja. Zu den Bibelstellen als solche habe ich, es gibt da vier Bibelstellen, die Inschrift Inri am Kreuz Jesu Christi während der Kreuzigung da aufzeigen. Wenn du mir sagst, welche, dann kann ich hier in der Zwischenzeit vielleicht meine Schlachterbibel dementsprechend öffnen. Ja, ich habe sie auch offen. Ich habe jetzt alle Texte von der King James Bibel hier gerade. Ja, ich muss es auf der Online-Bibel hier machen für die Leute, für die Kamera. Sag mir doch mal bitte das erste Buch, woraus du gerne zitieren möchtest. Es gibt vier Bücher, gibt es ja vier neue Evangelisten, meine Güte. Und bei Lukas und Johannes, da sind jeweils drei Sprachen aufgezählt, und zwar Griechisch, Latein und Hebräisch. Ja, welches Zitat möchtest du jetzt als erstes sagen, dass ich mir das eben raussuchen kann, bitte? Johannes 19, 19. Johannes 19. Ups. 19 und Vers 19. 20. Und Vers 20. Ja, lies mal, jetzt habe ich es hier, ja? Ja, liest du es nicht vor, oder? Ach so, sorry, ich habe gedacht, du wirst. Nein, ich sage, lies mal vor. Deswegen, ich habe es jetzt hier im Bild, Gott. Und du kannst es dann vorlesen, bitte. Das ist Arbeitsteilung, nennt man das. Ja. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz. Und es stand geschrieben, Jesus der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden. Denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt, und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Gut, und das zweite Zitat war aus Lukas? Das ist Lukas, Kapitel 23, Vers 38. Okay, Sekunde. Lukas 23 und dann 38. Mhm. Lies mal vor, bitte. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift. Dieser ist der König der Juden. Tja. Komischerweise sehe ich da also nirgendwo hier in der Bibel eine Vermeldung von INRI. Du auch nicht, ne? Nein, die gibt's auch bei Markus und Matthäus nicht. Nee, bei Markus und Matthäus spricht man da gar nicht drüber. Und bei Lukas und Johannes steht ganz deutlich darin, dass in drei verschiedenen Sprachen, Hebräisch, Griechisch und Lateinisch, die Inschrift war, Jesus von Nazareth, König der Juden.
aber eben in drei verschiedenen Sprachen. Und keine Abkürzung. INRI. Ja? Da solltet ihr mal, wenn ihr in die Kirche gehen solltet, es gibt ja noch Leute, die machen das regelmäßig, dann sprecht doch mal euren Pastor drauf an und fragt ihn, was dieses INRI bitte bedeutet und wo in der Bibel geschrieben steht, dass das so auf dem Kreuz drauf stand. Und wenn das nicht in der Bibel steht, dass das auf dem Kreuz so drauf stand, warum wird das dann in der Kirche bitteschön so herausgestellt? Das ist doch mal eine legitime Frage, die man seinem Pastor auf dem Sonntag, wenn man auf dem Sonntag in die Kirche geht, stellen kann, denke ich. Nicht wahr? Ja, danke Michael, dass du die zwei Stellen rausgesucht und vorgelesen hast für uns beide. Hast du denn noch eine abschließende Bemerkung von dir selber jetzt für diese Buchlesung heute? Nee, meine Schlussbemerkung habe ich ja schon vom Schlusszitat gemacht. Von daher bin ich da jetzt gut. Gut, das war eine interessante Bemerkung, die du gebracht hast. Dann schließen wir für dich damit ab und dann wollen wir mal hören, ob Victor uns vielleicht noch was zu erzählen hat. Ja, danke. An sich wollte ich noch was anfügen, und zwar ist mir noch eingefallen, wenn wir uns die unsere Parteien heutzutage ansehen, dann beansprucht ja auch im Grunde ja jede, sage ich mal, von den Volks- oder ja, den, von den großen Parteien, sage ich mal, immer die Mitte zu repräsentieren, ne? Und das spiegelt sich dann ja auch irgendwie wieder so in diesem Wort Zentrumspartei. Also die haben da ja irgendwie schon immer irgendwie so eine gewisse Korrelation oder einen Zusammenhang, lässt sich da ja auf den ersten Blick ja schon feststellen. Jedenfalls ist das mir noch aufgefallen, weil ja, ob das jetzt CDU, SPD oder ich denke, wahrscheinlich wird das auch ähnlich in anderen europäischen Ländern sein, dass so, sage ich mal, die großen Volksparteien immer für sich beanspruchen, die Mitte zu repräsentieren. Und wie wir auch gerade festgestellt haben, dass ja dieses katholisch bedeutet ja letztendlich so allumfassend, universell. Ich glaube, das spiegelt das dann auch wieder nochmal ganz gut so wieder. Und ja, an sich, wir hatten ja jetzt das Kapitel dieses, oder die Überschrift dieses Kapitels heißt ja das größte trojanische Pferd aller Zeiten. Und ich hoffe, dass auch den ein oder anderen hier damit die Augen geöffnet wurden, wie sich dieses trojanische Pferd, in welchen Facetten und wie es versucht, sage ich mal, in die protestantischen oder postprotestantischen Länder quasi einzudringen. Ja, ich freue mich dann auf die nächste Lesung mit euch. Hat mir mal wieder viel Spaß gemacht. Und dann sage ich an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, danke Victor, danke für deine Worte, tschüss bis zum nächsten Mal, danke Michael, danke für deine Worte und deine Beiträge auch, tschüss bis zum nächsten Mal. Und mir bleibt auch nicht mehr viel übrig, als euch immer wieder nur mal daran zu erinnern zu bleiben, lest eure Bibel. Die Bibel ist der Grundstein für unsere Autorität und der Grundstein für unsere Vernunft, für unseren Verstand. Und die Bibel ist das unverfälschte, wahre Wort Gottes, wenn wir eine korrekte Bibel in der Hand halten, die auf den korrekten Texten basiert ist. Im Deutschen die Schlachter 2000 und im Englischen die König James Bibel von 1611. Im Niederländischen zum Beispiel gibt es die Statenvertaling. Das ist eine Bibel von 1637, die auf denselben Texten beruht. Also es gibt in vielen Sprachen jeweils mindestens eine Bibel. Im Deutschen kenne ich nur die Schlachter, die 100% auf masoretischem und Textus Receptus basiert ist. Im Englischen kenne ich auch nur eine 100%, das ist die König James. Im Niederländischen kenne ich auch nur die Statenvertaling, also ich sage mal eben nur eine Bibel. Aber in jeder Sprache gibt es eine Bibel, wo Gott sein wahres Wort unkorrumpiert bewahrt hat bis heute. Und wenn wir Gottes Wort kennen, dann kennen wir Gott. Und wenn wir Gott kennen, dann kennen wir die Wahrheit. Und dann sind wir verdammt nochmal dazu verpflichtet, diese Wahrheit auf dieser Welt zu verbreiten und die Lüge bloßzustellen. Und die größte Lüge seit dem Garten von Eden und das größte trojanische Pferd aller Zeiten, das ist der römische Katholizismus, der sich überall in unsere Leben einschleicht und dann von hinten herum die Kontrolle darüber übernimmt. Wenn ihr diese Kontrolle nicht wollt, dann könnt ihr euch nur
Jesus Christus anvertrauen und ihn zu eurem Herrn und Meister machen und ihm folgen. Denn er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.